Guten Morgen. Es ist Sonntagmorgens. Bernd holt gerade die Kleine runter. Bist du das, Bernd? Nein, die Kinder sind das. Ich wollte Brötchen backen jetzt. Ich habe den Teig schon angesetzt. Nele, mach mal bitte wieder auf, das Tor. Teig angesetzt. Davon forme ich jetzt die Brötchen. Ich mache Mohnbrötchen und Sesambrötchen. Weiß ich nicht. Achso, ich lasse es auch untergegangen. Die Morle. Guck mal, wie spät wir haben. Wir haben 8:30 gleich. Hallo. Guten Morgen. Ausgeschlafen? Die sagt, sie ist noch nicht gesellschaftsfähig. Ja, gut, dann mache ich jetzt die Brötchen. Und du schminkst die Morle? Ja. Ja, okay. Möchtest du einen Shake, Nele? Ja, bis gleich. Ein Schlafanzug. Ich hatte hier frische Sachen hingelegt. Ein Body und eine Hose. Oh je. Oh je. Die Maus. Ja. Kann passieren. Achso, ich brauche die Waage, ne? Um die Teiglinge abzuwiegen. Wo ist die Waage? Ja, weißt du, wo ich diese Waage habe? Diese Feinwaage? Ja, links. Hier, ne? Hier dachte ich auch, aber hier ist sie nicht. Land. Oh. Wir haben schon 10 Uhr. Morgen. Ich denke, 10:30 haben wir. Ihr Lieben. Heute Morgen war ein bisschen das Chaos ausgebrochen, deswegen habe ich das Vloggen abgebrochen. Die Maus ist jetzt wieder satt und zufrieden am Schlafen. Der Hund ist im Koma. Der Hund ist auch im Koma, die Kinder sind oben. Wir haben gefrühstückt. Heute gab es dann Reste-Pizza, weil die Brötchen noch nicht fertig waren. Ja, die Teenager finden sowas ja cool, ne? Reste-Pizza. Das sind die Brötchen. Ich habe ja dann die Morla genommen, weil Bernd sie äußerst unzufrieden gemacht hat. Und Bernd hat die Brötchen weitergemacht und die sind nicht tief genug eingeschnitten, mein Schatz. Deswegen sind die da unten aufgegangen, aber die sind etwas knusprig. Und wir haben noch nicht gefrühstückt. Und? Ich frühstücke jetzt auch nicht mehr. Nein, ich auch nicht, weil Hast wir du bekommen... Mich oder dich? Dich? Hat die keine Hat die keine? Nein, die Kamera hat keine Face-Dings. Hier sieht man das. Am Handy kann man immer heimlich filmen. Jedenfalls, wenn ihr riechen könntet, wie der Bernd riecht, nein, der kocht hier Soße und die riecht so lecker. Und wir haben uns überlegt, weil der Bernd macht die geilste vegane braune Soße. Die ist aber halt viel Arbeit, ne? Ja, die ist echt viel Arbeit. Also für mal eben ist es nicht so. Und wir haben euch doch... Mein 30-Liter-Töpfchen. Genau. Und wir haben euch... die Woche mal. Hm. Ja, dann wollen wir die auch mal einkochen, gucken, ob das funktioniert. Wenn genau. Das klappt, dann... Wir haben euch ja erzählt, dass wir Bolognese-Soße einkochen möchten und vertreiben möchten. Das klappt ja bis jetzt, aber man muss halt... Wir müssen jetzt nur noch die Rezepturliste ausarbeiten. Und wir müssen gucken, ob die auch wirklich ein halbes Jahr halten, die eingekochten Gläser. Das dauert noch, aber das möchten wir halt mit der Soße auch machen. Vielleicht, dass man da vielleicht ein paar verlosen kann, verschenken kann, ob man das darf. Machen wir uns mal schlau. Genau, da haben ja schon einige Interesse bekundet. Also kaufen die ja nicht, wir würden ja... Ich weiß. Verschenken. Ich weiß. Nee, ja. Ich sag nur, dass ja. Das, ne? Wenn das ich klappt, weiß. Dann können wir ja gerne mal so ein paar... Aber das machen wir ja erst, wenn wir... Schicke ich auch in die USA, ausnahmsweise. Zu Elvira. Dann die 3 Wochen nichts und dann kriegt die Elvira auch eine Bernd und Ela Dose. Ja. Und wir bekommen gleich Besuch. Ich muss jetzt wieder dabei sagen, es sind Bernds Eltern. Nicht fremde Menschen von der Straße. Nicht fremde Eltern. Nicht, dass es heißt, wir haben jetzt zu viel Besuch. Nein. Und ja, gehen jetzt noch vorher mit dem Smurfy eine Runde spazieren. Wir waren schon ganz fleißig. Bernd hat halt, wie gesagt, gekocht. Kartoffelsalat macht da jetzt der Bernd. Genau, auch noch. Ich muss hier kochen, aber nicht. Die Waage wieder da reinmachen. Jetzt weiß ich ja, wo die ist. Dann suche ich die nächste Mal wieder für die Brötchen. Oder? Kartoffelsalat kochen wir nicht ein, ne? Nein, Kartoffelsalat kochen wir nicht ein. Das wäre schade, wenn wir hier von das passende Unterteil und Oberteil hätten. Haben wir irgendwo. Ja, das ist ja das Problem. Ja.
So, und das Sofa habe ich auch schon abgesaugt. Und es ist immer noch dunkel. Der Bernd verspricht mir seit Tagen, sich um die Rollos zu kümmern. Ja, seit Tagen. Ich kümmere mich um nichts mehr. Nicht nur für Couch. Ja, Fußball. Gestern. Bayern Dortmund. Und hat sich's gelohnt? Nein. Hör doch mal was. Dann wird's nicht langweilig. So. Okay. Das. Sieht doch okay aus. Ja, da, ne, seht ihr? Das sieht doch doof aus mit den Fächern. Aber ganz dunkel ist auch doof. So, Sauger läuft wieder. Den hatte ich gerade ausgemacht, um mit euch zu reden. Ich habe nämlich total vergessen, was ich euch ursprünglich sagen wollte. Dass wir nämlich jetzt noch nicht gefrühstückt haben, weil wir gleich Besuch bekommen und zusammen Mittag essen. Was ja der Bernd jetzt gerade schon vorbereitet. Wir haben jetzt 10:30, der Besuch kommt 10:30 und dann hätten wir keinen Hunger und deswegen haben wir jetzt noch nicht gefrühstückt, nur unseren Shake. Jetzt wisst ihr Bescheid. So, ich mache hier den Putzeimer fertig mit meinem super duper Wischmopp, den ich schon ein paar Mal gewaschen habe. Ja, ich habe den ja in der Schwangerschaft geholt. Das ist der, den man dann hier halt so ausdrücken kann, weil ich mich in der Schwangerschaft und auch jetzt mit der Morla hier vorne drin nicht so gut bücken kann. Das ist halt echt doof. Erstmal rückelt das dann die ganze Zeit und dann ja, wird sie halt auch mal, oder sie wird nicht wach, aber dann so. Ne? Deswegen versuche ich das zu vermeiden. Und in der Schwangerschaft fiel es mir halt echt schwer, mich so zu bücken. Deswegen habe ich mir den bestellt und ich bin super zufrieden. Den habe ich ja jetzt, ja bestimmt, über ein halbes Jahr. Und ich habe den schon ein paar Mal gewaschen, den Wischmopp, bei 60 Grad und Trockner und so. Und der ist immer noch super. Den kann man aber auch nachkaufen für 3 Euro oder so, diesen Aufsatz. Und damit wische ich jetzt ganz schnell einmal durch. Schaut mal, leckeren Kartoffelsalat und extra Mini-Zwiebeln und Mini-Gurken reingemacht. Also es gibt Bratensoße. Rotkohl, Klöße, aber hier diese Klöße, nicht selbst gemacht heute. Und Spätzle, ne? Mhm. Ja. Und dazu gibt es Bratwürstchen. Ich war jetzt oben und habe mein Glätteisen gesucht, weil mich nervt das hier, dieser. Das sieht aus wie von Max und Moritz, die Frisur. Ich wollte das wegglätten. Hab's nicht gefunden, weil alles, also es ist noch in Kisten, die sind gestapelt im Büro und die konnte ich jetzt nicht heben. Aber ich weiß, wo dein Glätteisen, glaube ich, ist. Das, was du mir zu Weihnachten geschenkt hast, in dieser glänzenden Kiste. Ja, wenn du mal irgendwann dran denkst. Nicht jetzt? Nee, nicht jetzt, irgendwann nur. Ja. Ich hätte sie jetzt eh nicht gefunden. Jedenfalls hat Calvino mich letztens schon gefragt, nee, ich war stehen geblieben, dass ich die nicht heben konnte, die ganzen Kisten, weil ich die Maus im Tragetuch habe und dann wackelt das immer so. Und dann stoße ich mit der Kiste hier dran und dann wird sie wach. Und Calvino wollte schon länger die Action Cam reaktivieren, weil der fährt ja jetzt immer BMX mit Halfpipe und so. Und der wollte gerne die Action Cam auf seinen Kopf machen und filmen und für seinen YouTube-Kanal. Und die habe ich jetzt gefunden. Tada, boah, hier sind sogar, guck mal, ganz viele Akkus haben wir. Ja, 4 Stück. Ja, haben wir nicht, ja genau, wir haben nämlich sogar 2 Action Cams. Hey. Ja, wir haben ja eine mal geholt für Ägyptenurlaub. Ja, stimmt. Und die war ja dann, die Klappe ist kaputt, glaube ich. Da. Aber funktionieren tut die noch, man muss halt die ganze Zeit den Akku festhalten. Und dann habe ich eine neue geholt damals, vorletztes Jahr. Für Ungarn. Ja, und dann schauen wir jetzt mal, ob die funktioniert. Ich habe jetzt vergessen, was du gesagt hast. Nehmen wir jetzt für ein Geschirr? Wir können das gute Geschirr nehmen gerne. Okay. Und gesagt hatte ich noch, ob du den Staubi gleich einmal bitte auf die Station stellen kannst, auf die Base. Ja. So, und jetzt habe ich auch wieder das System hier raus von den Akkus von der Action Cam. Die muss man nämlich hier reinstecken. Wenn ich die lange nicht benutzt habe, dann muss ich irgendwie immer wieder neu reinkommen. Wollen wir den Tisch dann in die Mitte? Mir ist das egal. Können wir machen. So ein bisschen weiter von der Wand wegbringen. Ja. So, und dann kommt genau da der Stecker rein und dann können die laden. Yay! Wir haben uns Tickets gebucht für einen Freizeitpark
in den Osterferien, weil die machen angeblich wieder auf, man weiß es nicht. Man konnte jedenfalls online schon mal Tickets reservieren, man musste den Tag angeben und so. Die Terminbuchung machen die. Ja, und das haben wir gemacht. Wir wollen in den Freizeitpark und da könnten wir die Actioncam ja auch mitnehmen. Wenn die Kinder oder ich kann jetzt auch wieder Achterbahn fahren, dann können wir euch das zeigen. So, ich versuche gerade einhändig den Stecker hier reinzustecken. So, wir machen hier gerade Kinderparty. Ah, bring ihn fein. Der Besuch ist schon längst weg. Wo ist der Spiegel? Und bring ihn fein. Wir wollten jetzt in die Badewanne. Also Bernd mit Livia. Badetag. Ne, Etty auch, wenn er möchte. Etty guckt wieder zu. Und ich wollte jetzt eben alles vorbereiten. Also einen frischen Schlafanzug und sowas alles hinlegen. Für die Maus. Wartet. Ich habe einen ganz schicken. Mit Häschen. Mit Häschen für die Maus. Häschen für die Maus. Gehst du jetzt baden mit dem Papa? Wo ist das Murphy? Wo ist das Murphy? Oh. Alle Kinder werden bespielt. Calvino ist duschen. Aber dann kannst du schon mal die Badewanne anmachen. Und er muss noch raus. Bist du fertig? Ja. Okay. Alles sauber gemacht? Dann mache ich erst die Badewanne an, bevor ich die Maus ausziehe. Wir können ja oben ausziehen, ne Maus? Dann machen wir das so. Wir haben vorher gleich ein bisschen. Ja, ja, und ich mache die Badewanne schon mal fertig. Ja, gerne. Auf eine schöne Temperatur. Ne, du Maus. Ja, gehen wir nach oben und machen die Badewanne fertig. Hui, super. Ist ja viel sinnvoller, als wenn ich dich hier unten ausziehe. Ne? Okay. Okay, okay, okay. Kannst du mir das Tor bitte aufmachen? Mhm. Danke. So. Ja, bis gleich. So. Einmal Licht anmachen. Oh, hier ist schon schön warm jetzt. Schön warm ist es jetzt schon hier im Bad, weil du duschen warst. Ja, auf jeden Fall. Sonst ist es hier so kalt manchmal. So, unser Wasserdruck ist ja hier so niedrig, das dauert Ewigkeiten, bis die Badewanne voll ist. Ich habe mit dem Blog geredet. War schön deine Dusche? Super. Duki, duki. Wir haben zur Geburt ganz viel so Sachen geschenkt bekommen. So Mini-Duschgel für Babys, Mini-Creme für Babys und ja, wir haben die noch alle. Wir benutzen die gar nicht, aber ich habe schon überlegt, die zu verschenken. Aber vielleicht benutzt man sie irgendwann, ne? Deswegen habe ich sie noch behalten. Die sind alle in so Reisegrößen. Ne? Eigentlich ganz praktisch. Wo ist denn dein Superwaschlappen, den du so gerne magst? Sollen wir den mal holen? Wir holen den mal. Ja, haben wir das erzählt? Hm? Hallo. Alles gut? Ja, ich hab was. Ich hab mir gerade aufgefallen. Bitte? Ich hab irgendwie was im Ohr. Ah, aufgefallen. Wasser? Nein, das tut weh. Ach so, das tut weh im Ohr. So, in so Wunde oder so. Ach so, das hatte ich auch schon mal. Ich habe gerade im Wasser gekocht, weil ich habe hier erinnert und dann habe ich hier. Okay, ich mache es heil. Möchtest du
Salbe drauf machen? Nein, ich wollte das mal reinschieben. Achso, das kann ich noch. Was redet man hier so nicht? Oh ja, das ist wie eine kleine winkelige Kratzer. Das heißt, wie danke. Hat die Nele geantwortet? Ich gucke jetzt mal. Okay. Bis gleich. So, und zwar. Ist das der Waschlappen? Der so schön weich ist. Ne, mein Schatz? Ja. Damit wirst du gleich schön gewaschen, ne? Und dann kannst du so schön schlafen. Ja. Und ich auch. Ja. Ja. Dann können wir beide schön schlafen, ne? Was siehst du da? Siehst du da das Shampoo? Ja. Das Shampoo. Ich weiß gar nicht, ob man hört, was ich sage, weil die Badewanne so laut ist. Ich schneide gerade das Video und habe gestern wieder mich nicht verabschiedet von dem Vlog nach dem Baden. Das wollte ich hiermit nachholen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss!